Jo, und was geht? Euer Karasu ist wieder back am Start. Ja, mit einem Dragon Ball Video. Und zwar wusstet ihr, also im Titel seht ihr wahrscheinlich, es geht heute um Fusionen und Interviews und die Potara-Fusion und die Dance-Fusion und einige Einblicke von Akira Toriyama, denn es wurde wieder ein neues Interview übersetzt von Kanzenshu.com. Könnt ihr mal abchecken, da sind die Interviews immer am schnellsten drin, erstmal nur auf Englisch. Bratpfannenbike wird es wahrscheinlich denn auf Deutsch noch übersetzen, es dauert aber nur ein bisschen. Auf alle Fälle, sehr interessante Information. Wusstet ihr eigentlich, woher die Fusion eigentlich kommt und wer diese Idee gemacht hat zu dieser Fusion und zu der Zerschmelzung und wozu eigentlich die Potaras gedacht waren oder wozu sie eigentlich nicht gedacht waren und wer auf die Idee kam, eine andere Fusion noch einzuführen. Sehr viel Information aus dem Interview, aber wir fangen jetzt erstmal an damit. Und zwar haben wir erstmal den Fusionsdance, ne? Es ist erstmal Fakt, dass Akira Toriyama nicht selbstständig auf diese Idee kam. Die Fusion an sich ist nicht Akira Toriyamas Werk. Ja, und zwar hat Akira Toriyama immer gesagt, es gibt nichts Stärkeres als den Super Saiyajin. Und der mitverantwortlich ist für die Konzeptgrafiken, Masakazu Katsura, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der hatte gesagt, du machst wohl Scherze, sie müssen einfach zerschmelzen oder verschmelzen. Dadurch würde dann ein neuer Krieger entstehen. Und Akira sagte dann, wow, du hast ja manchmal richtig gute Ideen. Das machen wir so oder wir bauen es in den Handlungsstrang ein. Und somit wurde die Fusion in Dragon Ball Z geboren. Sehr lustige Sache, finde ich sehr amüsant, dass die Fusion nicht von Akira Toriyama ist, sondern von seinen Mitadjutanten. Alright, it's on! Great, thanks, Vegeta. Nun kommen wir aber zu der Potara-Fusion und zwar haben wir hier auch eine kleine Aussage. Und zwar waren die Ohrringe von Kaioshin einfach gar nicht für die Potara-Fusion gedacht. Es wurde erst im Nachhinein, als man die Kaioshins immer mit Ohrringen gezeichnet hat, wurde es dann im Nachhinein aufgeworfen, dass man doch diese Ohrringe irgendwie verwenden könnte und irgendwie einbauen könnte in den Handlungsstrang. Und hier haben wir auch eine kleine Aussage von Akira Toriyama und es wird gefragt, woher das Konzept der Potara-Fusion kommt oder der Potara allgemein. Und er sagt, ja, die Fusion kam ja schon in der Handlung vor einem Film, ne? Bei der Fusion haben wir Gogeta gesehen als Fusion und in der Serie haben wir Gotenks gesehen mit Trunks und Goten, die fusioniert sind. Darum hat er sich gedacht, die Fusion ist ja schon ausgelutscht, die kam jetzt im Movie vor und auch in der Serie. Was können wir machen? Und dann kam er auf die Idee, dass die Ohrringe immer mit den Kaioshins zusammen gezeichnet wurde und so entstand diese Potara-Fusion. Und dass man sie halt einfach vielleicht besser benutzen sollte oder irgendwie verwenden sollte. So entstand die Potara-Fusion. Sehr witzig eigentlich, ja, dass so schnell eine Sache entsteht. Dann haben wir noch ein kleines Statement zu Filme und TV-Special. Und zwar wird Akira Toriyama gefragt, welchen Film oder TV-Special er denn als besten fand oder als Favorit. Und er sagt ganz klar, die Geschichte von Bardock war eines seiner Lieblingssachen und weil sie halt einfach dramatisch war. Und eine Art der Geschichte gezeigt hat, die halt weder gut noch böse war, sondern ein Zwischending, ne? Also man war halt nicht gut, Bardock war ja nicht gut oder halt böse, er war halt einfach ein Saiyajin, ne? Und das dachte er, es wäre eine coole Idee und eine nette Sache, dieses zu zeichnen. Auch sehr interessant, meiner Meinung nach. Im Grunde war es das eigentlich auch mit dem Interview, also jedenfalls die wichtigen Sachen. Es gibt natürlich noch sehr viele andere. Da wird er jedenfalls gefragt, wie er zum Zeichnen kam, wie er welche Charaktere anfängt zu zeichnen, also welchen Werdegang er benutzt bei den Charakteren. Und noch einige andere interessante Sachen, wie halt der Super Saiyajin entstanden ist, ne? Dass es eigentlich eher eine Idee war, Goku in einem anderen Licht zu zeigen und dass man halt Goku
durch die Grenzenüberschreitung, wie er schon war, einfach nur durch eine Verwandlung zeigen konnte und dadurch ist der Super Saiyan als Power-Up entstanden und man konnte ihm halt nicht gut zeichnen, weil der Super Saiyan eher einen bösen Ausdruck hatte und darum haben wir auch immer das, ja, am Anfang halt böse Gesicht, ne, wo sie halt ernster gucken. Das ist eigentlich so der grobe Schnitzer von dem Interview. Die wichtigen Sachen habe ich jetzt rausgefischt für euch. Und ja, wie gesagt, es sind sehr wichtige Informationen und sehr lustige Informationen. Ja, jeder hat seine Einflüsse in Dragon Ball gezeigt, jeder hat seine Ideen mit eingebracht und es ist einfach nicht immer alles nur Akira Toriyama. Und man kann auch nicht einfach nur sagen, alles was von Akira Toriyama ist, ist Canon. Das ist einfach Schwachsinn. Meiner Meinung nach, jeder kann es anders sehen, ob er es annimmt oder nicht. Aber wie gesagt, ich sage, solange wie von der offiziellen Seite nichts dazu kommt und sie extra sagen, pass auf, das gehört dazu, das gehört nicht dazu, wie auch bei Star Wars oder sonst dergleichen, dann ist es einfach alles echt und alles offiziell und alles von offizieller Seite. Punkt aus, Ende. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und die Informationen hilfreich waren, schreibt es unten in die Kommentare, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin wieder raus und tschüss.